Ja, also es ist sehr forschungslastig zurzeit. Also das vierte Semester ist, was das angeht, wirklich sehr fordernd, weil man halt echt auf die Bachelorarbeit vorbereitet wird. Also dadurch, dass man dann eigentlich für das keine eigenen Lehrveranstaltungen mehr hat später, wird man da wirklich Stück für Stück, wirklich jedes Kapitel ganz speziell vorbereitet. Und das ist halt sehr intensiv, aber gleichzeitig hat man einen Mehrwert davon. Also Ja. das ist schon wirklich gut, vor allem für die Leute, die vielleicht noch kein VWA oder sowas geschrieben haben, ist das, glaube ich, ein super Oder das Ein. erste Mal studieren. Genau, oder genau, also einfach, wo noch keine wissenschaftliche Arbeit passiert ist oder die sich vielleicht vom Schreiben auch nicht so leicht tun, da ist das, glaube ich, wirklich ein guter Einstieg in das Ganze. Generell haben wir im Semester davor auch schon eine Lehrveranstaltung zu dem Thema gehabt, aber jetzt im vierten Semester ist es halt wirklich hauptsächlich von den Lehrveranstaltungen wirklich wissenschaftlich, von quantitative Forschung über qualitative Forschung, Statistik, Evidence-Based Nursing, Grundlagen, also wirklich von bis. Aber wir haben auch so die alten Fächer wie Pflege in speziellen Situationen oder auserwählte Erkrankungen, also wirklich fachspezifisch dann auch auf die Krankenpflege und jetzt nicht nur wissenschaftlich. Genau. Ja, unterschiedlich. Also Ja. das, was halt auch schon im dritten, aber speziell auch im vierten Semester anders ist als im ersten Studienjahr, als erstes, zweites Semester, ist halt, dass nimmer wirklich so 8 bis 16 Uhr Montag bis Freitag die Lehrveranstaltungen getaktet sind, sondern man hat auch ein paar freie Tage oder Nur später mal Nachmittag, Unterricht, Nachvormittag. früher. Also es ist bisschen freier gestaltet, würde ich jetzt mal Bisschen sagen. flexibler, Ja. Also ja. ich glaube, das ist halt auch einfach, weil man sich da schon auskennt und man ist schon ein Ja. bisschen im Studenten-FH-Groove drin. Genau. Und genau, das ist eigentlich eine ganz willkommene Abwechslung, finde ich. Ja, aber so an sich, glaube ich, gibt es keinen speziellen Studententag oder Ablauf. Eben, wie jeder ist unterschiedlich, so ist jeder Tag unterschiedlich und so handhabt es ja jeder unterschiedlich. Also individuell, ja. Ja. Und wir haben ja keinen fixen Stundenplan. Genau. Also das zeichnet ja eigentlich unser FH-Studium auch nochmal aus. Es ist Oder wir zwar, wechseln die Orte. genau, also es ist wirklich kein Tag Wie eigentlich der wie der gleiche. andere. Also es, Na, jeden Tag ein neues drauf einlassen, was ja. wird und was kommt. Ja.